Ja, ein sehr nettes Internetgespräch bei YouTube hat begonnen oder hat stattgefunden mit einer ehemaligen Parteivorsitzenden der Partei Wir 2020, nein, Widerstand 2020. Also die nette Dame war Parteivorsitzende der Partei Widerstand 2020, ist jetzt Mitglied bei Wir 2020 und und da haben wir eben auch unter der heutigen Sendung müsste die Auflistung der Links sein, die auch diese Dame bekommen hat, sozusagen. Da finden Sie alle wichtigen Sendungen zur Rettung Deutschlands. Ja, und das Motto heute lautet natürlich: Wir 2020 und Bodo Schiffmann, den man hoffentlich reaktivieren kann als prominenten Bundesvorsitzenden, retten Deutschland hoffentlich zusammen mit Wolfgang Wodak, Professor Sucharit Bhakti, den Professoren Stefan Homburg und Hockerts und so weiter. Und zwar retten vor Markus Krall, denn letztens in einer Sendung hat einer seiner sozusagen Fans und ein ehemaliges AfD-Mitglied quasi zu der bürgerlichen Revolution aufgerufen. Also quasi letztendlich, ja, der Buchtitel von Markus Krall heißt ja Bürgerliche Revolution. Ja, wenn solche Marktradikalen Verfechter des freien Marktes, des Neoliberalismus, sozusagen das Wort hätten, dann würden wir jetzt jedes Jahr Schweinegrippe bekommen und jedes zweite Jahr Corona bekommen, weil dann sozusagen die Profitmaximierungstendenzen der pharmazeutischen und Impf- und Testindustrien uns alle gewaltig überrollen würden. Ja, das heißt, wir brauchen unbedingt sozusagen den Schutz vor einem wilden Markt, dem Gemeinwohl schadet, sozusagen. Diese Dame hat auch große Sympathien für die Gemeinwohlökonomie. Genau das ist ja der Punkt, dass wir sagen, wir brauchen eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, die menschenfreundlich ist, während Marktradikalismus bedeutet, dass die Wirtschaft Profite macht auf Kosten von uns. Schluck Wasser. Dr. Markus Krall fehlt ja die alles entscheidende Weltrettungsformel, nämlich VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer, die unter Bedingungen des freien Marktes notwendig sich evoluieren und uns alle überschwemmen und unser aller Leben zerstören. Diese vorteilbringenden Irrtümer, wie zum Beispiel also vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer von Drosten, Wieler und Lauterbach, ja, solche vorteilbringenden, profitbringenden Irrtümer haben uns überschwemmt unter den Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und die müssen wir aussterben lassen durch das gezielte Setzen positiver Anreize. Also Markt ohne Setzung positiver Anreize zerstört uns alle, zerstört vor allem das Gemeinwohl, ja. Und darum geht es eben. Das ist genau das, was Krall fehlt. Diese Grundformel. VIs aussterben lassen durch PAs. Er versteht weder etwas von vorteilbringenden Irrtümern. Er versteht weder noch etwas von richtigem Aussterben lassen, das heißt also von naturwissenschaftlicher Evolutionsbiologie. Er formuliert nur Dinge, die ich so als pseudo-evolutionsbiologisch nur verstehen kann. Das ist keine echte Evolutionsbiologie. Seine Verwendung solcher Worte wie Versuch und Irrtum, das ist eher Psychologie als echte Evolutionsbiologie, denn da reden wir seriös von Variation und Selektion oder Mutation.
Intuition und Selektion. Und das ist doch nicht ganz genau das Gleiche wie Versuch und Irrtum. Na, das ist das Lerntheoretische da für Evolutionsbiologie zu halten, ist nicht ganz präzise. Und genau da sitzt dann der Fehler bei Markus Krall. Und dann versteht er nichts von positiver Anreizsetzung, mit der man die Zerstörung des Gemeinwohls durch den freien Markt verhindern muss. Ne? Davon versteht er nichts sozusagen. Ja, und dann noch ein paar Kurznachrichten. Also, wo sind wir hier? Die positiven Anreize, also wir haben ja gestern berichtet, dass eben ja die Rechtsanwälte vom Corona-Ausschuss natürlich gerne jetzt Anzeigen machen möchten, also Prozesse machen, führen möchten gegen Professor Drosten und so weiter. Also man kann mit den positiven Anreizen, das ist das Schöne dabei, dass die, so wie die Wohlfühlstimme ein Passepartout, also ein Schlüssel für alles sind die positiven Anreize auch ein Schlüssel gleich in beide Richtungen. Nämlich, sie beenden die Möglichkeiten durch Kriminalität, sich zu bereichern, denn wenn es durch das Verkaufen von Tests grundsätzlich nichts mehr zu verdienen gibt, sondern nur noch für das Fördern von Gesundheit, für das bewiesene gefördert haben von Gesundheit etwas zu verdienen gibt, dann rechnet sich auch keine Testkriminalität mehr. Also das heißt, positive Anreize stoppen sowohl die kriminelle Bereicherungstendenz, weil es dann gar nicht mehr möglich ist, sich auf Kosten der Gesellschaft und des Gemeinwohls zu bereichern. Sie stoppen auch alle die vorteilbringenden Irrtümer, die eben, ja, und sie stoppen genau alle auch gleichzeitig, also die kriminellen Tendenzen und gleichzeitig die vorurteilbringenden Irrtümer, aufgrund derer Menschen anderen schaden, selber dabei Profit machen, ohne sich selbst einer Schuld bewusst zu sein. Also vorurteilbringende Irrtümer sind sozusagen der unbewusste Schädigungsweg oder der nicht bewusste Schädigungsweg, genauer gesagt. Und sozusagen, ja, letztendlich sozusagen, ja, und beseitigen gleichermaßen. Also stoppen bewusste Kriminalität und nicht bewusste Schädlichkeit durch vorteilbringende Irrtümer. Also beides wird gestoppt durch die positiven Anreize. So, jetzt habe ich hoffentlich die Kurve gekriegt. Ich bin verwirrt, weil hier so was Merkwürdiges steht. Gentestverträge. Land nimmt auf. Wo genetisch. Ach so. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt sind wir beim ganz anderen Kapitel. Nämlich so nochmal das Thema der Asylanlagen Deutschlands, also der großzügigen Asylanlagen und Einwanderungsanlagen Deutschlands sozusagen. Da werden dann auch die Rückwanderung sozusagen der Ausreisepflichtigen zu gewährleisten, müsste Deutschland mit dem Rest der Welt eben sogenannte Gentestverträge schließen. Ja? Das heißt also, diejenigen Bewerber, die also nicht verraten, aus welchem Heimatland sie kommen, da wird ein Gentest gemacht. Und dann wird geguckt, in welchem Heimatland leben diejenigen Menschen, die mit diesem Menschen am ehesten verwandt sind.
Und dann müssen die anderen Länder sich dazu verpflichten, diesen dann als Staatsbürger wieder zurückzunehmen, sozusagen. Und man hat dann sozusagen fast absoluter Sicherheit auch wirklich das Heimatland dieser Person gefunden. Und dann kann man die auch problemlos sozusagen wieder zurücktransportieren in ihr Heimatland. Ja? So. Dann haben wir eine Sendung, da wird getrommelt, wieder für die vorteilbringenden Irrtümer der sozialpädagogischen Zunft, also quasi dieser Zentralirrtum, der da lautet, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind Genies. Da wird also quasi versucht, so lange wieder dran rumzudrehen, verbal dran rumzudrehen, bis die Kernaussage der Naturwissenschaft, dass Evolution und Mutation und Selektion und Variation und Selektion Ungleichheitserzeuger sind, die Gehirngrößen bei Erwachsenen zwischen 900 Milliliter und 2 Litern erzeugen, also 0,9 und 2 Litern Hubraum erzeugen und dass damit bis zum gewissen Grad eben die Intelligenz korreliert und die Bildbarkeit und die schulische Bildbarkeit. Das wird versucht wegzureden mit allen Regeln der Kunst sozusagen und es wird versucht, der vorteilbringende Irrtum aufrechtzuerhalten. Wir brauchen quasi letztendlich nur mehr Sozialberufe und sozialpädagogisches, also die mehr von der Sozial pädagogischen Zunft, mehr Jobs für die und mehr, damit eben sozusagen aus jedem dann doch wieder ein Genie wird. Also über die Hintertür wird da quasi die Naturwissenschaft einfach weggeleugnet über verschiedene rhetorische Tricks und das ist eben der Punkt. Also auch wenn wir zum Beispiel auch dann wir müssen immer erst die VIs diskutieren, die vorteilbringenden Irrtümer. Wenn wir zum Beispiel über ein geringes, kleines, bedingungsloses Grundeinkommen versus ein deutlich erniedrigtes Hartz IV diskutieren, müssen wir immer erst die vorteilbringenden Irrtümer vorher diskutieren, die dazu neigen, eben möglichst viele Hartz-IV-Empfänger zu erzeugen, damit der eigene Berufsstand wächst und größer wird und man dann Karriere darin machen kann, Vorgesetzter werden kann und so weiter. Also es gibt eben viele Berufsstände, die viele vorteilbringende Irrtümer haben im Kopf, die dann am Ende dazu führen würden, dass der Staat schwer geschädigt wird, indem eben Massenarbeitslosigkeit eher gefördert wird als abgeschafft wird und eben auch sozusagen letztendlich Zuwanderung von nicht qualifizierbaren und qualifizierten, also nicht qualifizierten und nicht qualifizierbaren Personen gefördert wird. Aber wir müssen immer erst die vorteilbringenden Irrtümer, die VIs, ansprechen, damit man versteht, warum bestimmte Zünfte und Berufsstände und Bürokratien und Behörden diese vorteilbringenden Irrtümer im Kopf evoluiert haben, nämlich weil sie der jeweiligen persönlichen eigenen Karriere nutzen auf Kosten des Gemeinwohls und der Gesamtgesellschaft. Ja, das ist genau der Dreh, mit dem man solche Probleme lösen muss. Also immer erst über die vorteilbringenden Irrtümer sprechen und so dann diese Zünfte und Behörden und so weiter entkräften mit ihren pseudorealistischen Argumenten, mit ihren Rationalisierungen, die mit ihren vorteilbringenden Irrtümern diese entkräften, mit denen sie sich selbst Karrieren auf Kosten des Gemeinwohls und der Gesellschaft verschafft haben, sozusagen. Ja. Ja, das war's. Ich habe heute nicht viel Zeit und deswegen nur diese kurzen Erläuterungen. Ich verweise auf die 700 anderen Sendungen der
fünf Playlists des Senders News und Talks und auf die sechs Homepages, durch die man sich durchklicken kann, wenn man fleißig ist, wenn man fleißig studiert. Ja, tschüssi, bis bald.